Oh, hey da, was geht ab, Leute? Hunger? Doch noch mit einem Video. Hab lange überlegt, ob ich jetzt noch ein Video raushauen soll. Vor allem die Themen und so, aber dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, machen wir doch eins. So, gibt's drei Themen. Ungefähr drei Themen. Schauen wir mal, was ich so laber. Gestern kam das neue Update raus. Morgen kommen endlich Quests. Ich bin richtig gehypt. Man merkt es auch in der Community, die sind alle richtig gehypt. Das ist so dieses große Schweigen, bevor etwas Großes passiert, diese Ruhe vor dem Sturm. Also ich bin echt gespannt auf morgen. Die meisten auch. Es gab dazu auch ein paar neue Infos. Aber wir müssen jetzt nicht lang drum herum spekulieren, wenn wir es morgen eh sehen. Das Einzige, was man spekulieren kann, ist halt, wann genau es kommt. Entweder direkt morgen, also vielleicht sogar heute, also um 0 Uhr. Was wahrscheinlich nicht sein wird. Oder halt um 21 Uhr. Weil in der Ankündigung stand halt nur 30. Ohne genaue Uhrzeit. Die Sache ist halt, das ist eine neue Spielmechanik und kein Event oder so. Deswegen muss es nicht unbedingt 21 Uhr sein. Ich erinnere mich noch, Wetter kam auch einfach so aus dem Nichts. Moment, ich muss mal schauen, ob hier meine Frisur sitzt oder ob hier irgendwie ein Haar raushängt. Wetter kam auf jeden Fall auch einfach so aus dem Nichts. Aber irgendwann am Abend, also das war nicht in der Früh. Ich erinnere mich noch, ich war in der Arbeit, schaue so in das Spiel. Und auf einmal war Wetter da. Und es war sogar früher da als angekündigt. Also man dachte am Ende der Woche. Und dann war es schon ein paar Tage davor. Auf einmal war es einfach da. Wie gesagt, einfach so am Abend. Dementsprechend, ich denke auch morgen Abend irgendwann kommen die Missionen, die Quests. Wie gesagt, ich bin richtig gespannt drauf. Ansonsten zum neuen Update kann man direkt sehen, Wetter ist jetzt anstatt da unten rechts, ist es oben rechts über dem Kompass. Passt eigentlich ganz gut, Kompass, Wetter, irgendwo da oben. Und dann, das mit dem Ball, der sich gemerkt wird, das war anscheinend nur ein Bug, ein Fehler. Das war gar nicht geplant von Niantic. Und jetzt ist es wieder normal. Jetzt fängt es halt immer wieder mit dem Pokéball an und dann muss man wieder aufsuchen. Und davor hat sich zum Beispiel gemerkt, du hast ein Pokémon mit Superball gefangen. Das nächste Pokémon, das du triffst, der erste Ball, der ausgewählt wird, Superball. Und das, die ganze Zeit, das war ein Fehler von Niantic, ein Bug. Und den haben die jetzt gefixt, den Bug. Ich muss sagen, der Bug war besser, als was die meistens so einbringen, also... Echt komisch, was Niantic da macht. Dann wird ein bisschen gemunkelt wieder. Munkeln, ihr wisst, munkeln Beste. Die Straßen munkeln immer. Und zwar ein Event 2018 in Dortmund. Irgendwann im Sommer. Und es wurde noch gar nicht offiziell bestätigt. Oder gar nicht genannt, dass es sich um ein Pokémon Go Event handelt. Sondern einfach nur um ein Event von Niantic. Aber der Hype ist groß. Das Gemunkel hat angefangen. Und zwar wurde auf irgendeiner Messe in Berlin von irgendwelchen Niantic-Leuten, ich verlinke euch den Artikel, falls es euch genau interessiert, ein paar Sachen erwähnt. Zum einen dieses ein Event in Dortmund im Sommer, wo die 100.000 Leute erwarten. Also wenn das stimmt, dann wird es echt, so wie hier im Internet gemunkelt wird, Pokémon Go Fest 2.0. Aber, wie gesagt, noch nichts bestätigt. Dementsprechend schauen wir mal, ob da was kommen wird. Wenn ja, ich bin auf jeden Fall am Start. Und selbst wenn nicht, selbst wenn es kein Pokémon Go Event wird, denke ich, werde ich am Start sein, weil, das habe ich letztens auch wieder bemerkt, und darüber reden echt wenige Leute, Niantic schickt Incognitos zu verschiedenen Events, auch nicht Pokémon Go Events. Irgendwelche Gaming Conventions oder Technik Conventions schicken die einfach so zum Spaß paar Incognitos mit dem Buchstaben. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, weil mir nichts einfällt, aber sagen wir irgendein Event und die Abkürzungen sind VXL oder so. Dann schickt Niantic die Buchstaben V, X und L zu diesem Event. Und solche Events gab es schon öfters auf der Welt. Letztens war irgendeins wieder in Amerika. Oder auch das Pokémon-Sammelkartenspiel. Ich habe ja ein paar Openings gemacht. Shoutout an Gate to the Game. Und bei der Weltmeisterschaft hat Niantic auch ein paar Buchstaben dahin geschickt. Also überall schicken die immer ein paar Buchstaben hin. Und selbst wenn das kein Pokémon Go Event sein wird, weil das ist ja noch nicht bestätigt, ich bin mir sicher, die werden irgendwelche Buchstaben hinschicken. Auf jeden Fall bei 5G jetzt, das in Berlin, was gerade eben war, hat Niantic auch ein paar andere Sachen angekündigt. Es wird Ingame-Kommunikation geben. Oder zumindest ist es nicht ausgeschlossen. Arbeiten sie vielleicht dran. Meiner Meinung nach muss es nicht unbedingt sein, aber ich bin da offen. Schaden kann es nie. Tauschen kommt, aber nur für Items. Tauschen für Items, daran arbeiten die gerade. Und Nummer 3, das ist echt sehr, sehr merkwürdig. Persönliche Spawns. Hauptsächlich Pokémon, die man noch nicht hat.
für individuelle Spieler, die einem noch im Pokédex fehlen. Klingt halt so, als würde Niantic die Pokémon hinterher schmeißen für die. Aber man muss auch bedenken, nicht jeder spielt mit einer Map. Das heißt, echt noch nicht jeder hat jedes Pokémon. Und für die könnte das echt gut sein und nicht unbedingt hinterhergeschmissen sein. Und dann kommt natürlich wieder die Sorge, die große Sorge für die ganzen Map-Spieler. Könnte das sein, der Anfang von individuellen Spawns für alle Spieler? Und dadurch werden halt Maps komplett tot, wenn jeder was anderes sieht und jeder was anderes fängt. Dann irgendwas gegen Spoofen. Spoofen immer noch nicht cool, also hört auf zu spoofen. Und dann irgendwas mit 5G. Darum ging es ja in der Konferenz. Das war's, wir werden sehen. Hoffentlich demnächst mehr Informationen. Also Dortmund wäre auf jeden Fall richtig geil. Großes Fantreffen, ich wäre auf jeden Fall am Start. Und letzter Punkt. Ich habe endlich die 80 Millionen geknackt. 4x Level 40. Und über 8 Millionen Staub. Yay, endlich. Ich habe in letzter Zeit immer viel gepusht. Ab und zu hier und da immer was gefunden, was ich pushen wollte. Ich war schon so lange auf 7 Millionen. Und endlich habe ich die 8 Millionen geknackt. Nächster Schritt, 100 Millionen auf jeden Fall. Motivation in letzter Zeit eher down gewesen, ziemlich niedrig. Aber jetzt kommt die Quest. Da können wir auch gleich sehen, wie viel EP man mit den Quests machen kann. Und wie schnell ich dann diese 20 Mille, also einmal Level 40, auf 100 Millionen erreichen werde. Was Staub angeht, ist es langsam Zeit. Ich werde alles aufbrauchen. Also ich bin relativ sparsam, aber auch nicht so hardcore sparsam, wie man denkt. Ich versuche schon in letzter Zeit so viel zu pushen, wie geht. Also bei jedem Event pushe ich irgendwas. Das Event-Pokémon, ich habe Porenta gepusht, ich habe Botokel gepusht, Libiscus, 100% Granbull auf Max. Also schon viel Schmarrn. Legendären habe ich auch gepusht. Rayquaza, Kyogre, Groudon, Mewtwo. Noch nicht ganz auf Max, Groudon und Kyogre, weil mir noch die Bonbons fehlen. Niantic bringt endlich ein Doppel-Bonbon-Event. Aber da versuche ich schon eine Menge zu pushen. 6 Despot habe ich, 6 Machomai, 6 Geowatts. Und trotzdem sammelt sich das und bleibt konstant immer. Aber jetzt geht's wieder los. Jetzt wird echt eine Menge gepusht. Es ist Zeit, den Knopf zu drücken und den ganzen Staub zu verbrauchen. Ich weiß nicht, wer Hearthstone verfolgt. Das ist jetzt so ungefähr so, wie als Crip auf den Button gedrückt hat. Wer diesen kleinen Vergleich versteht. Mal schauen, was ich alles so pushen werde. Ich habe natürlich eine Liste. Mein zweites 100er Mewtwo. Softig. Bisaflor 96 Shiny vom C-Day. Ein paar andere Sachen. Ich habe noch viele Sachen, die damals auf Max waren. Aber jetzt kann man zweimal mehr pushen. Die muss ich auch noch auf Max pushen. Ich habe zum Beispiel Donphan. Den kann ich noch zweimal pushen, weil damals war der Max, jetzt noch nicht. Also so viele Sachen noch. Aber ihr könnt auch ein paar Vorschläge machen. Und dann werden wir ein-, zweimal die Woche, glaube ich jetzt, ein paar Pokémon auf Max pushen. Damit der Staub langsam runtergeht und ich meinem Ziel näher komme, jedes Pokémon auf Max 100% zu haben. Also ja, schreibt eure Vorschläge unten in die Kommentare, was ich auf Max pushen soll. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business. Und freut euch auf morgen mit dem Quest. Ich bin richtig gespannt.